Vielleicht hast du schon mal von maschinellem Lernen gehört, aber wie gut kennst du die wichtigsten Tools dafür? Heute wollen wir dir drei Open-Source-Bibliotheken im Bereich des maschinellen Lernens vorstellen: TensorFlow, Keras und PyTorch. Doch bevor wir ins Detail gehen, klären wir erst einmal, Was ist maschinelles Lernen überhaupt? wodurch zeichnen sich TensorFlow, Keras und PyTorch aus? Und wie kannst du diese Tools für deine eigenen Projekte nutzen? Das heißt, wir werden auch einen kleinen Einblick in die Stärken und Einsatzmöglichkeiten dieser Tools werfen. All das klären wir jetzt. Was ist also maschinelles Lernen und warum ist es so wichtig? Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Algorithmen lernen dabei aus Daten, um Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen. Ein bekanntes Beispiel ist die Bilderkennung, bei der ein Modell lernt, Objekte in Bildern zu erkennen, wie die Zahlen in diesem Beispiel. Maschinelles Lernen wird heute in vielen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der Medizin oder in der Biotechnologie bis hin zur Genomforschung. Die drei Tools, die wir heute besprechen, sind essentiell für die Entwicklung solcher Modelle. Außerdem sind alle drei Tools vollständig Open Source. Das bedeutet, dass ihr gesamter Quellcode offen zugänglich ist, man ihn modifizieren kann und für eigene Projekte nutzen kann. Schauen wir uns nun die einzelnen Tools genauer an. Beginnen wir mit TensorFlow. TensorFlow wurde von Google entwickelt und 2015 als Open Source veröffentlicht. Es ist eine der am weitesten verbreiteten Bibliotheken für maschinelles Lernen. TensorFlow bietet eine breite Palette von Tools und Funktionen, die es dir ermöglichen, komplexe Modelle zu erstellen und zu optimieren. Für Inspiration empfehlen wir den TensorFlow Hub. TensorFlow Hub ist ein Repositorium für nachnutzbare Modelle, die von der Community erstellt wurden. Du kannst dort einen Suchbegriff wie zum Beispiel Genome eingeben, um ein Modell für deine Zwecke zu finden oder um dich für dein Thema inspirieren zu lassen. Den Link zum TensorFlow Hub packen wir dir in die Infobox. Außerdem kannst du TensorFlow auf verschiedenen Plattformen nutzen, zum Beispiel auf deinem Smartphone oder auf großen Servern. Da TensorFlow Open Source ist, arbeitet eine große Community ständig an Weiterentwicklungen und Verbesserungen. Wie sieht es nun mit Keras aus? Keras ist eine High-Level-API, die ursprünglich entwickelt wurde, um das Prototyping von Modellen zu vereinfachen. Seit 2017 ist Keras als offizieller Teil von TensorFlow integriert, was seine Nutzung weiter verbreitet hat. Keras zeichnet sich durch seine im Vergleich zu TensorFlow einfache und intuitive Syntax aus. Es ist besonders für EinsteigerInnen geeignet, die schnell Ergebnisse erzielen wollen. Keras wird in vielen Anwendungen genutzt, zum Beispiel um Bildbeschriftungen zu generieren oder zur Bildverarbeitung in der Medizin. Durch die enge Integration mit TensorFlow profitierst du von allen Vorteilen und Erweiterungen dieser Bibliothek. Fehlt also nur noch PyTorch. PyTorch wurde von Facebook entwickelt und hat sich schnell zu einem Favoriten unter Forschenden und EntwicklerInnen entwickelt. Ein Grund für die Beliebtheit von PyTorch ist seine dynamische Grafikumgebung, die dir eine hohe Flexibilität bietet. Das bedeutet, dass du Modelle in PyTorch während des Trainings anpassen kannst. Das macht es ideal für Forschungsprojekte. Die Community um PyTorch ist sehr aktiv und entwickelt ständig neue Codebeispiele und Tutorials. Zudem ist die Syntax von PyTorch besonders für Python-Entwicklerinnen leicht zu lernen. PyTorch wird oft in Bereichen wie der Bildverarbeitung, der Verarbeitung von natürlicher Sprache und der Robotik eingesetzt. Besonders erwähnenswert ist auch hier der PyTorch Hub, wo du vortrainierte Modelle und Forschungsergebnisse direkt nutzen und in deine Projekte integrieren kannst. Den Link zum Hub findest du in der Infobox. Wir haben nun gesehen, dass die Tools sich auch unterscheiden. Welches solltest du also für dein Projekt nutzen? TensorFlow bietet dir die größte Flexibilität, ist besonders geeignet für große und skalierbare Projekte. Keras hingegen ist perfekt für schnelle Prototypen und ist für EinsteigerInnen geeignet. PyTorch ist ideal für Forschungsprojekte, die dynamische Anpassungen erfordern und aktuell der Standard in der Wissenschaft. Aber wie schon erwähnt, haben sie alle etwas gemeinsam. Sie sind Open Source und profitieren von einer Community, die ständig Verbesserungen und Weiterentwicklungen beisteuert.
Das war unser Überblick zu TensorFlow, Keras und PyTorch. Wenn du tiefer in eins dieser Tools einsteigen willst und dir vielleicht einen Screencast wünscht, dann schreib doch das in den Kommentar. Danke, dass du dir unser Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Experimentieren mit diesen Tools. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.